Hallöchen, ja, Lutscherszeit. Erstmal noch was vorweg. Sieht ziemlich mitgenommen aus und das hat auch wieder einen Grund. Ihr merkt wahrscheinlich schon an meiner Stimmung, dass ich deswegen ziemlich abgefuckt bin. Und zwar ist das zweite Mal passiert, dass dir meine alte Adresse geschickt wurde. Ich habe keine Ahnung warum, obwohl ich schon seit September. Vor September, Anfang September, habe ich meine Adresse geändert auf der Homepage und musste jetzt wieder meiner Box hinterherrennen und habe da jetzt schon mit, glaube, vier Leuten vom Support gesprochen und habe auch schon gesagt, dass wenn das nächsten Monat wieder passiert, war das hier die letzte Lutsches, die ihr auf meinem Kanal seht. Weil, ja, irgendwann ist es im Maß halt voll. Aber, ja, ups, das war die Kamera. Was wollte ich dazu jetzt noch sagen? Ja, eigentlich ist der Support von Loot-Chest echt geil, also da kann man echt nur sagen. Aber was mit den Adressen da, irgendwie wurde das System geändert, kann ich auch nachvollziehen. Das erste Mal habe ich es ja auch verstanden. Fehler kann jeder machen, sind auch nur Menschen, aber das ist jetzt das zweite Mal wieder passiert. Finde ich dann irgendwie nicht mehr so cool. Da habe ich auch dann nicht mehr wirklich das Verständnis dafür. Aber wir werden sehen, auf nächsten Monat dasselbe wieder passiert. Wir lassen uns mal überraschen. Aber wir fangen trotzdem einfach erstmal an. Ich habe sie schon mal aufgeschnitten. So. Das erste Item, was ich sehe, ist schon mal richtig cool. Hier haben wir das Buch. Ist so ein bisschen an Fallout angelehnt. Sieht man hier schon. Oh, ich habe mich hier bemalt. Scheiße. Ja, egal. So, also wie gesagt, wir fangen erstmal mit dem Fallout-Item an. Ist so ein bisschen angelehnt an Fallout 4. Ist ja jetzt hier so in aller Munde. Ich hab's noch nicht. Und ich denke, ich werde es mir auch nicht holen. Weil ich bin nicht so der Rollenspiel-Fan. Ich fand's zwar ganz geil, den Anfang so, aber auf Dauer, denke ich mal, wird mich das ziemlich langweilen. Von daher, ich bin halt eher so der Multiplayer-Spieler, so. Ja, DayZ und sowas ist eher so mein Ding. Aber der Anhänger ist auf jeden Fall cool. Ist kein Billigscheiß oder so. Sieht auf jeden Fall cool aus. Kann man haben. Was haben wir hier? Eine CD. Ganz ehrlich, ich habe nicht mal mehr einen CD-Player. Doch im Garten. Im Garten habe ich einen, aber zu Hause gar nicht. Hier sind so Themen drauf. Also, wie sagt man denn? Soundtracks von Spiele, von Castlevania, Super Mario Bros., Mega Man, Ninja Gaiden, Street Fighter 2, Space Harrier, Puzzle Bobble und Tetris. Ja, ich bin schon wieder ans Stativ gekommen. Meine Frau ist leider noch nicht da. Weil das ist wieder was für sie. Das sieht mir aus wie so eine Art Center Shock. Einmal Black Cherry und einmal Blue Raspberry. Extreme Sour Hot Candy. Okay, hoch. Siehe unten. Ein Anspitzer. Hier in der Ecke sehe ich noch was. Und der Stift. Es kommt immer mehr dazu. Hier ist schon der Kugelschreiber und das Heft. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass da immer wieder was dabei ist. Mal gucken, was noch so kommt. Ja, kommen wir mal zum größten. Das ist nicht das größte, sehe ich gerade. Aber das finde ich schon wieder cool. Ich stehe so auf diese Vinylfiguren. Das muss ich mal aufschneiden, wenn ich denn mein Messer finde. Wo zur Hölle ist mein Messer? Ach, hier. Ich stehe auf diese Figuren irgendwie. Und meine Kinder auch. Also bei mir stehen sie nur im Schrank, aber die Kinder spielen damit. Die freuen sich sicherlich über ein Auto. Und dann noch Ecto 1. Ich bin ein riesen Ghostbuster-Fan. Also die ursprünglichen Filme mit Bill Murray und so. Und hat echt viele Details, finde ich. Also es ist echt cool gemacht. Auch schön bemalt, muss ich sagen. Also cool.
Ist auf jeden Fall cool. Sieht cool aus. Kann man echt nicht sagen. T-Shirt ist auch wieder dabei. Gucken wir uns gleich mal an. Was ist das? Die klingonische Kunst des Krieges. Oha. Star Trek, oder? Ich glaube. Ich hasse Star Trek. Kein Scheiß. Ich hasse es. Aber okay, ja, das wird wohl so bei Kleinanzeigen landen. Ein Geschweiß, denke ich mir mal. Aber das habe ich mich auch noch gerammelt. Ja, okay. Finde ich jetzt überhaupt nicht. Wie gesagt, ich im Karton zur Seite. Ich mag das gar nicht. Aber das T-Shirt dafür umso mehr. Das finde ich richtig geil. Richtige Größe. Jawohl. Und das, finde ich, ist das geilste Item der Box. Und ich feiere das total. Erkennt wahrscheinlich jeder. Borderlands 2. Und Fallout. So eine kleine Mischung. Und hier unten steht Welcome Vault Hunter. Richtig cool. Also das finde ich richtig geil. Das fetzt. Ich bin zwar jetzt nicht so der übelste Borderlands-Fan, aber ich habe es gespielt und es hat mega Fun gemacht. Ja, das T-Shirt ist auf jeden Fall richtig geil. Ihr merkt, ich habe ein bisschen Zeitdruck. Und zwar habe ich gleich noch ein Date mit Laser. Deswegen ziehe ich gerade ein bisschen so einen Finger. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber ihr mögt ja das, wenn das schnell geht. Preise. Ah, Bücher hätte es sogar zwei gegeben. Okay. Die CD ist das Plus-Item. Okay. Warheads. Sauer. Linecast. CSGO. Dein gratis CSGO-Server. Ja, wenn du einen Server wollt. Boop. So schnell kann es gehen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ich hätte ja gesagt, dass der mir matt noch ein bisschen geiler vom Aussehen her gefallen würde. Ist kein großer Akt. Ihr braucht dafür, oder besser gesagt, es kommen raus 12 Schrauben.